da, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Hide and Seek. Heute in einer richtig krassen Location. Ihr seht es hinter mir, in einem Lost Place. Ich würde sagen, wir stellen die Gäste vor. Zoe, a.k.a. Hype Machine. Sie hat nicht Angst vor Monstern, sondern Monster haben Angst vor ihr. Moritz, a.k.a. The Roof. The Roof. Mit dem Typen legt man sich besser nicht an. Er frisst jeden und alles, was sich im Weg stellt. Janina, a.k.a. Jenny from the Block. Ihre Stärken, sie passt in jede Lücke. Sie zu finden, unmöglich. Johannes, a.k.a. The Flash. Als Kind war er schon derjenige, den man immer stundenlang suchen musste. Jetzt habt ihr gesehen, wer heute alles am Start ist. Ich würde sagen, ihr habt 5 Minuten Zeit. Let's go! Jetzt schon los? Okay. Oh Gott, was ist das denn? Alter, Digga. Ach, die Scheiße, wir werden ganz allein jetzt hier sein. Sehr, sehr gespannt, wo sich alle verstecken werden. Tatsächlich haben die alle gerade eine Führung bekommen und gesehen, wie das da drin aussieht, wo man sich verstecken kann. Ich war noch nicht drin. Wir werden sehen, ob wir den einen oder anderen finden. Ich bin von den anderen weg, weil es ist so gruselig hier. Es sind so Räume. Schau mal hier. Die ist abgeschlossen, okay. Oder kann ich hier reingehen? Oh, nee, oh, das ist eklig, Digga. Warte mal. Ich repariere das, Junge. Piep, piep, piep. Oh, mit dieser Gitterstelle, wenn mir eine Tür zufällt, was mache ich dann, Digga? Bin ich ganz alleine hier drin? Leute, ich habe mir extra heute was Schwarzes angezogen, dass ich einfach den hier machen kann. Ich kann mich einfach so in die Ecke stellen. Mach ich Licht aus. Ich bin jetzt mal gespannt, was es hier so gibt. Es ist auf jeden Fall komplett creepy. Ich weiß nicht, wie so durchs Giga-Versteck hier ist, aber so ein Kreis. Das sind so Wassertanks. Ich glaube, wenn ich kein anderes Versteck finde, nehme ich diese Wassertanks. Ich glaube, damit wird halt keiner löschen, dass man sich da reintraut. Ja! Leute, wollt ihr mit mir kommen? Ich trau mich nicht alleine. Also das ist das gruseligste Hide-and-Seek, wo ich jemals mitgemacht habe. Hier ist auch das erste Hide-and-Seek, wo ich selber mitmache. Als Kandidat. Deswegen muss ich direkt gewinnen. Okay, die Tür wird auch zu. Alle, wir machen es für Levi maximal schwer. Alter, was ist das denn hier im Raum? Das ist ja perfekt. Da muss ich nur die Tür zu machen. Alles perfekt. Oh Gott. Das ist gestört. Das ist gestört. Oh mein Gott. Ich habe meinen Versteck gefunden. Und wenn Levi mich findet, ich will ihn so gottlos erschrecken. Ist mir scheißegal. Ich glaube, ich bin zu groß dafür. Ich lass lieber sein. Okay, ich bin jetzt mit Zoe hier. Und ich glaube, diese Wassertanks sind eigentlich die besten Verstecke. Also ich gehe jetzt einfach mal in den Wassertank rein. Steig rein. Georgina ist jetzt schon hier. Kannst du dich reinlegen? Ich muss dich hier reinlegen. Ja, du musst dich reinlegen. Die anderen machen jetzt die Tonne hier zu. Okay. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Das ist mein Part. Ah, ich habe Angst. Oh mein Gott, wir sind jetzt auf jeden Fall drin. Mir ist zum Glück neben mir, es ist arschkalt oder so. Ich hab einen guten Plan. Da ich selber immer weiß, wie man sucht, weil ich oft schon gesucht habe, werde ich jetzt ganz am Anfang gehen und mich da verstecken, weil da guckt man noch am ungenauesten, das weiß ich doch. Okay, Freunde, die Zeit ist um. Wir starten. Let's go. Allein diese Türe, ich habe so Angst. Wirklich. Und nicht zu vergessen, in diesem Video werden natürlich auch wieder 3 Leute gegrüßt. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Martin, Leon und Helena. Kuss geht raus. Und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt jetzt einen Kommentar und weiter geht's. Doch, wir sind alle versteckt. Mein Gott, wie sieht's denn hier aus? Okay, es ist so creepy hier. Oh mein Gott, also hier ist keiner. Oh mein Gott, hier ist Wasser. Kann man da rein oder so? Darüber? Ich hab Angst, dass ich da ins Wasser fall. Ich hätte jemand hinter der Tür. Ja, moin! Der erste wurde gefunden! Nein! Nein! Ich bin nicht hier voll im Wasser drin, Digga! Echt jetzt? Digga, ich bin voll im Wasser drin! Ich dachte, ich wüsste niemals trauen, hier reinzukommen! Ich glaube, Johannes wurde gefunden. Ich weiß es nicht. Boah, die ist absolut kalt hier drin. Die Luftfeuchtigkeit und so. Die ist krass. Rechts wieder links. Ich würde sagen, hier und dann. Oh, what the fuck? Soll das aufmachen, oder? Okay, keine Ahnung. Wir gehen mal weiter, die anderen. Okay, die scheint auch clean zu sein. Ey, es ist so creepy hier. Einfach hier Spinnen leben. Habt ihr das gehört? Ich sehe hier, das sind Yeezy Slide-Abdrücke. Das heißt, Moritz muss hier gewesen sein. Freunde, schreibt mal gerne in die Kommentare, würdet ihr euch trauen, hier rumzulaufen? Ich sag euch ehrlich, das ist komplett unheimlich gerade irgendwie. Okay, Levi war gerade hier, ist gerade dran vorbeigegangen. Es war richtig laut. Aber er hat das Ding nicht aufgemacht. Dass hier alles noch TÜV geprüft ist.
schaut euch mal diese Tür an, was ist das denn? Ist hier drin oder so? Ah, das kann man reindrücken. Hallo? Ist hier jemand? Ich habe immer so Kerzen. So ganz romantische Date-Idee hier auf jeden Fall gewesen. Das ist wahrscheinlich die Szenarien. Bernhard Gertrud haben hier 1792 ein Mega-Date gehabt. So romantisch hier drin. Freunde, tatsächlich war das hier einfach mal ein Bunker, früher aus dem Krieg. Deshalb sieht das auch alles hier so aus. Aber es ist echt krass, wie das wirklich hier... What the fuck, crazy. Hey, ich hoffe, ihr seid alle gut versteckt. Ich hab so richtig Angst, dass jetzt gleich so ein Jumpscare kommt, irgendwie Moritz oder so, wer auch immer so rausspringt und ich so komplett erschreckt. Oh mein Gott, wie es hier aussieht. Scheiße. Oh, ist hier jemand? Es gibt ja so eine Schatz. Hey, ist keiner. Alter. Einfach so Tropfsteine. Okay, wir gehen weiter hier her. Gucken mal doch, ob hier niemand ist. Oh Gott, der nächste wurde gefunden. Rui und ich sind es auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung, ob er uns überhaupt noch finden wird. Ich habe richtige Zweifel, dass ich hier nicht mehr rauskomme und überlege, das Ganze abzubrechen. Mir ist richtig kalt. Guck mal, wie ich liege. Das bin ich. Hier sind meine Füße. Also, ihr könnt sehen, das ist die Wand. Oh, warte jetzt. Ich dachte, ich gewinne das Preisgeld von 0 Euro. Wo ist der Ausgang wieder? Warum ist das zu? Das war der Ausgang. War das der Ausgang? Das war der Ausgang, ja? Guck mal, das war wirklich der Ausgang. Ich meine, das finde ich ernst, ne? Das ist kein Witz. Ich meine, das war der Ausgang. Natürlich, Digga. Das Chisuasa heißt Ausgang. Ich bin von unserem Haus, aber wir werden den überfallen. Ich möchte nicht mehr hier sein. Was heißt das? Heißt das drücken oder ziehen? Selbst wenn ich raus bin, dann wäre ich die Leute. Wir gehen mal weiter. Ich krieg auf jeden Fall diese Tür, wenn ich rauf. Vielleicht kann man bei der anderen Seite irgendwie noch rein oder so. Weiter geht's. Ich habe gar keine Orientierung, wo war ich schon, wo war ich nicht. Es sieht alles komplett gleich aus, alles ist überall weiß. Okay, Levin ist jetzt schon ein zweites Mal hier vorbeigekommen. Ich hab's immer noch nicht gecheckt, diese Dinger hier aufzumachen. So ein bisschen. Jetzt auch kalt langsam. Lol, hier sind einfach Klos in dem Bunker. Ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Scheiße. Es sieht so creepy aus jedes Mal, wenn ich hier... Krass. Oh mein Gott, ich hab mein Kopf. Hey, waren wir auch schon, wirklich? Hä? Ich bin schon wieder im Kreis gelaufen. Das kann doch nicht sein. Ich hab so Angst, was mit dir hier wieder stellt. Mach mal ein Piep! Soll ein Piep machen? Kuss geht raus. Er hat's nicht gehört. Oh Mann, ich hab ohne Scheiß keine Orientierung. Ich hab die ganze Zeit nur im Kreis. Mach mal ein Piep! So hier daneben? Ja! Ich dachte, du findest mich nicht. Krank! GG an euch, wirklich. Wer wurde schon gefunden? Ja, du bist die Letzte. Yay! Du hast schon wieder gewonnen, Mann! Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem wilden Heidensieg. Nochmal Applaus für die Girls! Der Gewinn von 0 Euro geht an euer Konto. Die gönnt es uns gar nicht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In dem Sinne würde ich sagen, Johannes hat das letzte Wort. Ach du Scheiße, lass mich raus, Mann. Abonniert alle nicht! Back in my bag and I got a burger, do this shit for real.